Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdoms of Amalur. Heute geht's direkt weiter und wir gucken mal ganz kurz. Primäre Waffen. Ich brauchte ein bisschen Platz. Wir haben das letzte Mal in der letzten Folge unsere Testament-Leute. Kann ja nebenbei etwas quatschen. Unsere Testament-Leute das Wasser vergiftet. Und haben jetzt keinen Platz mehr, um irgendwas aufzunehmen. Und das muss ich aber. Deswegen fügen wir was mal zum Plunder hinzu. Und irgendwas musste ich ja rausholen. Nee, da war es zumindest nicht. Gut. Ich glaube, wir haben es sogar schon rausgeholt. Gut. Dann können wir aber auch jetzt weitermachen. Ich würde sagen, es geht direkt mit der nächsten Mission weiter. Ich gucke noch mal kurz, ob hier irgendwas Wertvolles dabei ist, weil ihr seht ja, ist ja doch schon einiges. Besatzungsleder, ja, das könnten wir vielleicht sogar anziehen. Und drüber Scherbe nicht. Wir gucken noch mal. Rüstung. Helm der Legion, leider nicht. Das hat mit Macht zu tun. Und wir sind ja Assassine. So, das leider auch macht. Und hier? Oh. Die haben mit Macht zu tun. Die könnten wir jetzt anziehen. Sehr schön. Haben wir gleich wieder bessere Rüstung an. Ansonsten war jetzt nichts Wertvolles mit dabei gewesen. Gut, dass wir nochmal durchgegangen sind, was sie alles so haben. Gucke ich noch mal. Nee. Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt direkt die nächste Aufgabe. Gehen wieder vor die Gruft. Wir können uns ja von hier aus teleportieren. Und einfach bloß nach oben, ne? Schnellen Fußes einfach nach oben spazieren. Und nochmal mit irgendwen reden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es nochmal gewesen ist, mit der wir reden sollten. Wir gucken ganz einfach mal. Ich sehe in eurem Blick, dass ihr zum selben Entschluss gekommen seid wie wir. Den Göttern sei Dank. Das Testament steht kurz davor, den Niskaru-Lord Phyragnos zu erwecken. Wenn ihnen das gelingt, geht ganz die Türe in Flammen auf. Das müssen wir verhindern. Ganz meine Meinung. Unglücklicherweise kommen wir zu spät. Die Bestie hat diese Welt bereits betreten. Ich spüre ihre Präsenz. Aber Phyragnos ist noch schwach. Er wird einige Zeit brauchen, um sich zu entwickeln, um zu wachsen. Wir sollten zuschlagen, solange wir die Möglichkeit dazu haben. Gut. Phyragnos befindet sich anscheinend in dem Komplex am Ende der Schlucht. Der einzige Weg führt durch die Katakomben seiner Gruft. Wir treffen euch dort. Und jetzt los. Naja, da würde ich sagen, machen wir das, ja. Eigentlich bloß wieder der Weg nach unten. Es führt alles wie immer wieder in die Gruft rein. Deswegen kürzen wir das Ganze ab und teleportieren uns einfach bloß noch darunter. Mal sehen, ob er genauso schnell ist wie wir. Da ist er. So, wir müssen jetzt anscheinend hier rum. Durch das Grab vorkämpfen. In die Bresche. Oh nein, Fallen, ey. Ja. Den netten Magier wieder. Da müssen wir aufpassen, hier hinten ist direkt eine Falle. Gut, dass wir da nicht reingetreten sind. Sag mal. Ne, ist nicht. Ich hätte zwei nahe auf unseren losgegangen, aber das geht ja zum Glück nicht. Listige Kapuze wurde zerstört.
glaube, bei Gelegenheit muss man echt zu einem Schmied gehen und meine ganze Rüstung und alles reparieren lassen. Das würde ja langsam ein Problem, ja? So, ich hoffe, wir können da drauf. Genau. Macht immer eigentlich guten Damage, ne? Wenn wir mit diesem versteckten Schlag da nochmal richtig draufhauen. Wenn uns das gelingt und uns keiner währenddessen trifft. Ne? Ganz klar. Der heilt den Niskaru. Wir müssen den anderen erstmal beseitigen. Der heilt ihn immer wieder hoch. Wo ist er? Ich denke mal, der wird das. Das ist der Beschwörer, ja. Den muss ich erstmal wegjagen hier. So, jetzt. Wo ist denn das Ka? Ach, der ist verschwunden. Gut, da können wir jetzt aber mal hier reparieren, ne? Gegenstände. Ah, langsam wird es knapp mit dem Reparaturkit. Naja, ein bisschen hält's noch, aber halt nicht mehr ganz so gut. Zum Glück sterben die nicht. Auch wenn wir jetzt nur noch einen haben, der uns begleitet, oder? Ach nee, da unten sind die anderen. Die sind schon mal vorgelaufen. Nett, oder? Ganz nett. Da sind direkt die nächsten vom Testament. Ah, der hat direkt wieder so ein Niskaru geholt. Da müssen wir eigentlich bloß die Beschwörer killen, dann sind die Niskaru weg. Sehr gut. Verflucht. Das Testament war klüger, als ich ihm zugebilligt hatte. So wie es aussieht, öffnet sich diese Tür nur, wenn jemand auf dem Schalter da hinten steht. Wir haben keine Zeit, um die Tür einzureißen. Jemand muss zurückbleiben, um sie offen zu halten. Das, wer wird das wohl sein? Also gut. Ihr müsst weiter und für Ragnos aufhalten, bevor es zu spät ist. Ich komme schon klar. Bestimmt. War doch wohl klar, oder? Das heißt, wenn wir jetzt das anders gewählt hätten, der wäre nie alleine gegangen. Definitiv nicht. Gut. Dann schauen wir mal, ne? Phyragnos. Oh Mann. Ich hoffe, wir können das Ding so kurzerhand erledigen. Dieses Pentagramm frisst unsere Macht. Ah, jetzt kann ich nicht wechseln. Solange die Niskaru da sind, kannst du ihn nicht killen. Dann wird er durch dieses Flammenzeug geschützt. Also nichts mit ans einfach mal rumlegen, ne? Aber wir haben wenigstens noch ein paar Unterstützer, die hier mit sind. Na komm. So, da kommt er nämlich wieder raus.
Der hat echt in sich, der hat eine echt gute Dev. Und unser Zeug kann dem wenig Schaden anhaben, habe ich das Gefühl. Los, komm. Wir versuchen es nochmal mit Bogen. Wozu sind wir ein Nachtläufer geworden, ne? Also Assassinen und Nachtläufer. Wenn wir das nicht nutzen sollten. Oh, das war eine Überraschung. Verdammt. Aber ich habe das Gefühl, mit Bogen mache ich mehr Schaden als mit den Dolchen. Ja, schon direkt das nächste beschädigt, ne? Sehr gut. Komm, den müssen wir noch beseitigen. Hat er sich jetzt wieder geheilt? Nee. Oh, seht ihr, wie krass das Schaden gerade macht? Versuch's nochmal. Der heilt sich wieder. Oder das ist nur in der Zeit, wo das Feuer auftaucht. Das kann natürlich auch sein, dass er dann wieder seine alte Lebensanzeige hat. Dass er halt nur durch die Niskaro dann erstmal vorübergehend geschützt ist. Weil du kannst ja dann keinen Schaden an dem machen. Direkt ab ins Feuer, ja, ey. So, ich würde gerne hier mal ein bisschen HP wegnehmen. Das Ganze, den ganzen Verbrauch erstmal so ein bisschen einzudämmen. Da kommt er auch wieder. Aber hat trotzdem volles Leben. Der muss doch langsam schwächer werden. Oder bleibt er ganz einfach länger draußen? Komm, wir nehmen jetzt Abrechnungsmodus. Aber dann habe ich wieder das Bedenken, dass er wieder genau das macht. Der wird da jetzt nicht reingehen, oder? Wir haben es geschafft. Oh, das gibt gutes Zeug. Da brauchen wir auch gar nicht das alte reparieren. Also wenn wir das tragen können, wäre schon geil. Rüstung. Helm war es jetzt nicht gewesen. Hier hat man sowieso Neues. Das ist Z-Kraft. Ah, schade. Nichts dabei, was uns hilft. Wie gesagt, Hose hat man ja, ne? Das war ja die komplett neue. Hier ist auch nichts dabei. Ist alles Z-Kraft. Ach, Mann. Naja, gut. Reden wir nochmal mit ihr. Wir stehen noch. Und Phyragnos ist gefallen. Wir haben einen gewaltigen Sieg errungen, aber das Testament ist immer noch da draußen und plant neue Schrecken und Morde. Sie werden nicht versuchen, dieses Ding erneut wiederzubeleben. Nicht solange ich lebe. Und jetzt will ich raus hier. Gut.
Super, das hat super geklappt. Ich würde sagen, ich beende das an dieser Stelle. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter. Ich freue mich auf euch und sage schon mal bis dahin, euer Buddy und ciao.